Zeit. Herzliches Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Diablo 4 in der Season 4 und unserem Totenbeschwörer. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Es ist geil! Meine lieben Freunde, es ist sowas von geil, diesen Totenbeschwörer jetzt in der Season 4 zu spielen. Wir sind absolut jetzt natürlich auf dem Endgame-Bild, den ich euch ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon unters Video gepostet habe. In dieser Folge natürlich in der Videobeschreibung wieder zu finden, ebenfalls der Build. Den solltet ihr unbedingt fahren, der ist wirklich klasse. Ich habe alle Aspekte, die ich brauche. Ich gehe jetzt im Einzelnen die Items durch, nicht in ihrer Gänzlichkeit. Ihr könnt es selber sehen, ihr könnt zur Not pausieren. Wichtig ist mir auf jeden Fall bei den Dingen, die wir tragen, dass wir einen hohen Intelligenzwert fahren, dass wir genügend oder ausreichend Leben haben, dass wir natürlich gucken, dass wir eine hohe Bewegungsgeschwindigkeit haben, dass wir dafür sorgen, dass wir Aspekte tragen, die die Angriffsgeschwindigkeit unserer Diener erhöht, dass wir Aspekte tragen, die die Schadensreduktion für uns und für unsere Diener natürlich gepusht wird. So richtig, ja. Und ja, ansonsten denke ich, ja, und die Aspekte als solches solltet ihr, wenn ihr diesen Build so fahren wollt, wie ich ihn fahre, solltet ihr euch das genauso einstellen. Was hier ganz interessant ist bei dem Helm, das ist natürlich super, plus 2 auf Beherrschung von Skelettkriegern, ist natürlich klasse. Genauso wie auch die Härtung, 8,5% gesamte Rüstung. Aspekt solltet ihr drauf haben auf eurem Kopf. Euer Golem hat eine Chance von, ja, 6% ist jetzt nicht der Hit, aber es kann ja noch besser werden. Von 6% seine aktive Abklingzeit von 2 Sekunden zu reduzieren und eine Chance von 3% eine Leiche zu erzeugen, wenn er einem Gegner mit seinem normalen Angriff Schaden zufügt. Der Blutgolem ist die Wucht, also der ist instant, killt der die ganzen Mobs, wenn der seinen Angriff startet, also sehr zu empfehlen. Natürlich solltet ihr auf Kopf, Brust und den Beinen, das wisst ihr selber, ja, Rubine in der höchsten Qualität tragen. Ich habe noch nicht so gute, aber da kommen wir noch hin. Auf jeden Fall Rubine sind ganz wichtig. Bei der Brust haben wir natürlich den Aspekt, euer Maximum an Skelettkriegern und Skelettmagiern wird um 2 erhöht. Moment, Mann. Okay, der Spot ist etwas doof. Entschuldigung, das muss ich jetzt ändern. Hallo. Eieieiei. Es hat mir das Bild so gut gefallen, die Kulisse. Jetzt müssen da solche dämlichen Feuerbälle runterkommen. Man gönnt mir auch gar nichts. So, hier sind wir sicher. 9% gesamte Rüstung ist super und hier seht ihr wieder 66 Intelligenz, 143 maximales Leben, oh gut, 38 Leben pro Sekunde, bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir das unbedingt benötigen. Wir sollten natürlich schon schauen, da bin ich jetzt auch noch nicht so gut, dass wir unsere Widerstände alle ans Cap bringen. Da seht ihr noch, da ist bei vielen noch viel Luft nach oben, aber ich komme bestens aus momentan. Ich denke, auf Qual wird sich dann schon eine Veränderung bemerkbar machen. Dann bei den Handschuhen habe ich neben Intelligenz maximales Leben, 33% kritischer Trefferschaden, das ist gut, 51% Schaden für Skelettmagier, das ist natürlich hervorragend, und der Aspekt, eure Diener erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal 32% nach 10 Sekunden. Bei den Beinen haben wir, ja, die sind aufgrund, ja, des Rüstungswerts vielleicht oder des zusätzlichen Rüstungswerts ganz interessant. Widerstand gegen Blitz habe ich mir draufgenommen.
Ansonsten ist der Aspekt hier wichtig. Eure Skelettpriester stärken euch jetzt mit 63% Effektivität. Bei den Stiefeln haben wir ganz wichtig plus 2 maximale Aufladungen von Entrinnen. Also ihr solltet schauen, dass ihr einfach plus 2 habt, dass ihr dreimal entrinnen könnt. Dann haben wir Intelligenz, ja, Leben pro Sekunde, Essenz pro Sekunde, ja, okay. Ist vielleicht von Vorteil aufgrund der Pest, die wir hin und wieder auch nutzen. Bewegungsgeschwindigkeit ist super und der Aspekt, alle 8 Sekunden wirken eure Skelettmagier einen Blizzard, der 1233 Kälteschaden verursacht und Gegner im Verlauf von 6 Sekunden für 8% unterkühlt. Finde ich super. Ja, nachdem wir ja eh mit Skelettmagiern, also mit Kältemagiern spielen, die dann eben hier auch noch zusätzlich den Blizzard zünden können. Schwert ist noch das gleiche geblieben, das ist allerdings ganz gut. 94 Intelligenz, 2 Essenz beim Töten eines Gegners, somit ist unser Essenzvorrat immer gut gefüllt. Gut, die 5% Ressourcenkostenreduktion, weiß ich nicht, könnte ich mir eventuell verzaubern, mal zu was anderem, muss ich mal gucken. 19% Angriffsgeschwindigkeit von Dienern ist super und jedes Mal, der Aspekt, jedes Mal, wenn einer eurer beschworenen Diener einem Gegner Schaden zufügt, erhält er 3 Sekunden lang 21% Angriffsgeschwindigkeit bis maximal 63%, ist natürlich hervorragend für unsere Skelettkrieger. Dann habt ihr hier auf jeden Fall zweimal einen Smaragd drauf in der besten Qualität, auf jeden Fall, der euch nochmal kritischen Trefferschaden bietet. Beim Amulett haben wir auch was Neues. Ja, neben dem Widerstand gegen alle Schadensarten haben wir eben nochmal maximales Leben, 12,5% gesamte Rüstung mehr, plus 1 auf versessener Kommandant. Das ist sehr, sehr schön. Das heißt, je näher wir uns am Gegner befinden und unsere Diener ja um uns rum sozusagen ja, kämpfen, wird der Schaden dieser verstärkt. Und als Aspekt, sowohl eure Diener als auch ihr erhaltet 33% erhöhte Schadensreduktion. Das ist auf jeden Fall ein guter defensiver Aspekt. Bei den Ringen haben wir einerseits Intelligenz, maximales Leben, 27% Schaden gegen verwundbare Ziele und 72,5% Schaden für Golems habe ich mir drauf geschmiedet. Natürlich super für unseren Blutgolem und der Aspekt ist dieser der Leichenranken, wenn wir eben diese Leichenranken zünden. Dass dann Gegner eben auch zusätzlichen kritischen Trefferschaden bekommen. Dann haben wir noch einen weiteren Ring, der uns auch nochmal Intelligenz und maximales Leben bietet und 28% Schaden gegen verwundbare Ziele. 47 Schaden für Skelettmagier. Also wir haben hier zwei Härtungen, wo einfach unsere Skelettmagier nochmal deutlich stärker werden. So, Buch der Toten ist eigentlich gleich geblieben, brauche ich nicht viel erläutern. Die Skelettkrieger natürlich auf den Schnittern in der ersten Position. Die aufladbaren Angriffe von Schnitter verringern nun eine eurer aktiven Klappklingzeiten um drei Sekunden. Das ist sehr gut. Aufgrund unserer ultimativen Fähigkeit der Armee der Toten seht ihr Abklingzeit 70 Sekunden. Alles, was die Abklingzeitreduktion voranbringt, nutzen wir natürlich. Oder eben auch altern. Ihr wisst Bescheid, durch die, glaube ich, 15%ige Chance, dass eben die aktive Abklingzeiten um eine Sekunde reduziert werden. So, dann haben wir bei den Skelettmagiern natürlich die Kältemagier auf der mittleren Position. Die Angriffe von Kältemagiern verursachen für 4 Sekunden Verwundbarkeit. Ich sollte etwas langsamer sprechen. Aber dann wird das Video wieder so lang. Ah. Und beim Golem Blut. Logischerweise mittlere Position, wenn der Blutgolem sich unter aktiver Fertigkeit heilt, werdet ihr pro geschröpften Gegner um 5% eures maximalen Lebens geheilt. Solange euer Blutgolem gesund ist, erhält er 25% Schadensreduktion und 50% erhöhten Schaden. So, Fertigkeit. Ja. Also, ganz schnell, blutige Ernte ein Punkt, verbesserte blutige Ernte, dann kommt ihr runter, geht in die Pest mit einem Punkt rein, in die verbesserte Pest, in die übernatürliche Pest. 3 Punkte in geschundenes Fleisch, kommt dann zu den Leichenfertigkeiten, makabren Fertigkeiten, natürlich 3 Punkte in Beherrschung von Skelettkriegern. Wie ihr es von meinen Items ja kennt, wir haben nochmal 2 Ränge auf Skelettkrieger bekommen, deshalb haben wir hier
einfach 75% erhöhten Schaden, was unsere Skelettkrieger betrifft. 2 Punkte in grausige Ernte, 3 Punkte in den kraftbringenden Tod. Dann geht ihr bei Fluchfertigkeiten Umarmung des Todes 3-mal, Annäherung des Todes 3-mal, natürlich die Skelettmagier auch noch mit 3 Punkten. Den Fluchaltern machen wir voll mit verbessertem Altern und abscheulichem Altern. Dann haben wir verstärkten Schaden natürlich hier, da 3 Punkte drin, dass wir verfluchte Gegner nochmal um 12% mehr Schaden sozusagen, noch mehr Schaden verursachen. Kommen dann runter zu den Leichenfertigkeiten. 1 Punkt in Leichenranken, in verbesserte Leichenranken und verseuchte Leichenranken. Den nekrotischen Panzer machen wir voll mit 3 Punkten. Dann gehen wir hier in die Dunkelheitsfertigkeiten aufgrund der Nutzung unserer Pest, die eine Dunkelheitsfertigkeit dann ist, beziehungsweise eine Dunkelfertigkeit dann ausgelöst wird, wie beispielsweise Verfolgung des Schnitters. Wenn ihr Gegner mit Dunkelheitsfertigkeiten Schaden zufügt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 15% erhöht. Dann gehen wir mit einem Punkt in die lähmende Dunkelheit, kommt dann runter zu den ultimativen Fertigkeiten, natürlich 3 Punkte in den Golem. In Armee der Toten macht ihr voll oberste Armee der Toten und überlegene Armee der Toten. Das ist im Grunde unser High Damage Boost. Und dann haben wir hier inspirierenden Anführer natürlich mit 3 Punkten. Hier haben wir eben durch ein Item nochmal einen Rang dazu bekommen. Versessener Kommandant. Eure Diener verursachen 60% mehr Schaden, solange ihr in der Nähe seid. Und kommt dann runter zur zentralen passiven Fertigkeit und wählt Kalans Edikt. Eure Diener erhalten pro aktiven Diener 3% Angriffsgeschwindigkeit. So, Paragon sieht wie folgt aus. Im ersten Board, ja, bewegt ihr euch hier nach rechts, nehmt auf jeden Fall die 2 gelben Notes mit, ganz wichtig, die Krönung und die Abhärtung. Ja. Geht dann hier hoch, setzt in den Glyphensockel Verstärken rein, immerhin jetzt schon auf Rang, ich glaube Rang 4 oder so bin ich da erst. Geht dann hier hoch, nimmt wieder die 2 gelben mit, das Wissen und die Bewahrung. Und geht dann hier links hoch ins zweite Board. Und da solltet ihr das Board nehmen mit dem legendären Knoten, dem Kultanführer. Und da geht ihr dann hier eben hoch, nimmt auf jeden Fall den erfüllten Krieger mit. Irgendwann, denke ich mal, werden wir den Bonus dann auch noch erfüllt haben. Geht hier rüber und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg. Da geht es jetzt hier so rüber und dann runter zum Kultanführer. So, mehr haben wir noch nicht, meine Lieben, aber es geht zackig, zackig, zackig voran und es macht richtig Spaß. Und ich kann euch diesen Bild wirklich wärmstens ans Herz legen. Es macht richtig, richtig Spaß. Und ja, man merkt einen deutlichen Unterschied und deshalb macht dann auch noch umso mehr Spaß. So, das sollte es gewesen sein. Wir sind Level 56, wir sind fast Level 57. Wir werden uns wiedersehen mit 66, würde ich sagen. Das ist doch ganz schön. Sehen wir uns mit 66 wieder? Ich denke, dann bin ich auch in der Qual angekommen, im 4. Schwierigkeitsgrad. Und dann glaube ich, dass die Veredelung freigeschaltet wird, weil nämlich das war ja in der letzten Season, dass wir dass wir unsere heiligen Items oder dann ab Qual in die vermachteten Items konnten wir ja noch mit jeweils 4 Sternen, also 4 Rängen sozusagen, aufwerten. Und das geht aber auf Rang 3 noch nicht. Deshalb vermute ich sehr stark, dass die Vollendung damit dann zu tun hat, dass wir hier nochmal Ränge, bis zu 4 Ränge eben das Item verstärken können. Die Schmiede so ist heiß, falls etwas bricht. Ja, ich bin auch heiß, weil dieses Spiel ist so geil. Also zumindest diese Season 4 ist wirklich, wirklich super mit dem Totenbeschwören. So, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen, über einen Daumen nach oben, über ein Abo, über Kommentare. Ja, das langt auf jeden Fall. Und wir sehen uns wieder mit 66. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit Diablo 4, eurem Totenbeschwörer oder einer anderen Klasse. Und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.